Runde 2, diesmal mit 20.000 statt 15.000 Kilobit per Second. Tja, gibt's jetzt Deathmatch? Achso, ja. Okay, ja, wurscht. Ja, Zamon, zwar kommen wir noch, das ist eh super. Aber wenn es Deathmatch hast, dann bin ich mal gespannt, wie das jetzt Deathmatch wird. Mann, dann geht's aber schon gut los. Man, das ist jetzt halt jeder gegen jeden, was eigentlich für mehr Chaos sorgen sollte. Das läuft für mich schon richtig gut. Null. Mal Bitchend! Jo, aber ich hab einen T-Bone. Ich hab einen T-Bone, Kinder. Ich hab einen T-Bone. Das Schöne ist bei Team Deathmatch, es ist im Endeffekt wie Last Man Standing, nur, jetzt kommt's, du hast halt die ganze Vorzeit Spaß. Und bist nicht noch 3 Minuten oder 2 Sekunden, so wie jetzt in dem Fall, gleich draußen. Und du warst noch mit dem Rückwärtsgang angekrochen schon wieder. Oh, Knopf vom Überschlag. Jetzt das. GA, Donzol oder Donzon, wie heißt der Fetzen? Kanavasis. Na komm. PT. Ich muss ganz ehrlich sagen, da wirst noch warm, da wird man echt noch wahnsinnig. Das ist unglaublich. Bah, er schiebt mir gegen die Wand. Und ich krieg keine Hits zusammen. Schaut sich das an. Mache ich denn echt was falsch? Ab in die Kommentare. Aber in die ernsthaften Kommentare. Das kann es doch nicht sein. Und so schlecht Feuer wirklich nicht. Und ich kriege keinen Punkt für sowas, genau. Das ist ein komplettes Vollwrack inzwischen. Aber ein Takedown, immerhin ein Takedown. Endlich, zumindest das. Schauen aber alle nicht mehr gut aus. Aber hey, ich bin Zweiter geworden mit dem einzelnen Frag. Ah, Sandbagger. The Last. Und die meisten Takedowns. Angela. Das ist schön. Chaos. Das hat schon was. Tja. Ah, ich sehe da, wo mein Gott mein Problem ist beim Coden. Sekunde. Das passt. Das war's. Genau. Gut, beim nächsten Stream gibt's dann, Reset fast oder schnell beziehungsweise medium. Mal schauen, was die CPU hergibt. Man muss ja schauen, dass das Spiel flüssig bleibt. Mal aufnehmen und das war ein Slam. Wenn wir wohl den erwischen, jawohl, Reender, Dramana noch mal. Verfallt und den werden wir erwischen. Oder werden wir irgendwen erwischen? Oh, so eine gefahren und ein Assistant. Ist in dem Fall wahrscheinlich die Energie von mir kommen, aber er war dazwischen. Non-Re-Ender, damit haben wir ihn wieder aufgestellt. Nur um ihn wieder zu drehen. War nicht schlecht und.
Bin ihnen aber alle massiv ins Vorderrad gefahren. Und schaut, diesmal laufen die Slams wieder. Ich glaube, das ist ein Zufallsgenerator. Irgendeiner hat immer die Arschkarten, bei dem nichts geht. Ja, bitte. Ah, Slam noch mal anderen Motor, du bist stark. Gedraht wurden und. Oh, aber wieder ein Slam ausgeteilt, also. So, läuft. Läuft echt gut. Das würde ich zwar nicht als T-Bone bezeichnen, aber bitte. Takedown Assistant. Ja, Pünktchen habe ich die meisten schon. Und ich wurde gerackt. Da haben wir uns noch ein bisschen, komm. Bisschen noch, bisschen noch, bisschen noch. Da sind. Oh, das hin. Da sind beide hin. Da hat war einer entbetoniert gerade. Da scheint da jemand nicht zu wissen, dass man respawnen kann beim Deathmatch. So, jetzt reicht's und hallo. Abgestoppt. Bin ein Assistent. Halt mir Raven? Ja, mir fällt der Raven. Uwe. Ah, jetzt bin ich vom JB, vom JP überholt worden. Wie lange geht's noch? 48 Sekunden. Au, 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 au. Oh, den Draht sogar sehr. So gut wie es am Anfang gelaufen ist, so schlecht läuft es jetzt an. Mal schauen, dass wir uns schnell killen. Vielleicht nochmal. Das haut mir grundlos aufs Dach. Das wird noch ein massiver Takedown für irgendjemanden. Und jetzt gehen wir noch Vollgas aus. 3, 2, 1. Batsch. Nochmal getroffen. Takedown wäre es keiner gewesen. Da ist der Heavy Hitter. Jawohl. Dieser Zidane hat vollkommen abrandaliert. Muss das sein. Und God und Sol ist draußen. Hello, I'm genderless. Thanks. Ja, GG. Ja, mal auf Ready gehen. Okay, dann soll es wieder da. Er hat geschrieben, dass noch zwei Leute kommen. Insofern. Ready Fragezeichen. Target Angela. Okay. Aha, okay. Merkel. LOL. Sweet. Na denn. 7. Und wollen wir mal. Den ersten Tag haben wir getroffen und es geht los. Ei. Oh, und jetzt massieren wir bitte keinen Endwand. Sehr gut. Habe ich schon gesehen, Freund. Selbst gut verfehlt. Oh, der Sieg, ja, der kommt her, jawohl. Oh Mann. Und T-Bone. Das
könnte auch gut gehen, das könnte auch gut gehen. Jawohl, Slam. Machen wir so aus. Bleiben wir gleich voll auf Zug. Und hallo, Slam, nächsten. Den da vielleicht. Slam, ja, das war fast eigentlich ein Rear-Ender, aber gut. Und ein T-Bone aus dem Buche. Und die haben sogar noch drüber gewirbelt. So, da springen wir um. Da will ich was haben. Ja, das war Takedown. Das war wirklich übel. Guck dann am Dachel. Da hat sie weggebeamt. Passt. Jawohl, was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Hallo. Boom, head on. So viel mit meiner Karre jetzt aber nicht mehr aushalten. Boah. Passiver T-Bone. Schande, du. Schauen, dass sie aus der Opferrolle rauskommen. Ein bisschen Tempo gewinnen. Und fangen an reinfahren. Ja, genau. Wenn die Karre schon immer so gut ausschaut. Den Rats her und Re-Ender. Na, Slam drauf gemacht. Den Rahmen auch. So, er hat gebrannt. Ah, den slammen wir gleich nochmal. Doch haltet bei Karre und das war da jetzt der Wreck hier. Und. Ah, das war nix. Wieder weggewirbelt, aber nichts dafür kriegt, okay. Da schaut's da aus und oh mein Gott, da wird einmassiert. Takedown. Wo sind denn mal der war, den ich stark getroffen habe? Ist der mal Aradelfreund. Kein Head-on. Ein Assistent und der ist weg. Wird geschantet. Oh mein Gott. Wieder ein Assist. Komm. Und bam. Und Takedown mit der Seite. Ja, genial. Muss das sein? Knapp. Knapp vorbei. Komm. Kleine enge Kurve fahren. Da hat die Design und Takedown Assist. Warum? Weil ich noch gefahren bin. Wohl kaum. Jetzt habe ich ein Problem. Nicht einmal. Doch, habe ich. Muss da weg. So, Commander Geis. Guten Tag. Ich habe gerade ein Radl verloren. Aber wenn nicht. Ein Radkasten habe ich verloren. Aber drei Frags und das ist der erste Platz. Mit Mad Dog und Heavy Hitter. Das ist Sand, Mad Dog und Sandberger gleichzeitig, das war cool. Das war jetzt lässiger. Schön. So, alle sind bereit. Ist wieder jemand dazugekommen. Chunko Junior. Und auf geht's. Boah, es fängt an mit dem Rear-Ender, den ich die Seiten mache. The moment when this game was drunk. Und ein Slam, obwohl es ein Head-On war. Wow! So. Mit der Kamera, das war ein T-Bone, ja. Mal wieder für ein T-Bone, nein. Slam, ja. Hä? Gut, der hat mich geschandet. Handbremsen benutzen, um wegzukommen. Au, der hat mich geteabound. Ah, Nonna. Schaut's gut aus.
Slam und ich würde geteambauen, diesmal von der anderen Seite, immerhin von HD Design. Erstmal die HD Design Lisa, denke ich mir, dass jedes Mal die Druck-HDI-Kurve von. Oh! Da TV Total Stocker Crash Challenge denken. Und das war nicht gut für meinen linken Hinterrad. Für mein linkes Hinterrad. Nochmal gedraht. Ist das eigentlich European? European Coupé, ja. Oh, da liegt einer auf der Seite und. Quatsch, die bauen am Dach. Ja. So, irgendwie die Seiten. Ah, der hat mir doch getroffen. Und noch alle radeln? Ja, habe ich. Immerhin haben wir doch noch einen Slam auserkult. Müsst jetzt auf, wir müssen flüchten. Die Flucht nach oben an in dem Fall. Oh ne, der killt mich. Nein, der geht nicht auf mich, der geht auf den. Und die kriegen eine Assist außer, jawohl. Bam. Der war es wert und ich habe einen Takedown gemacht. Sweet Jesus. Der ist mir hinten ins Heck, immer, der ist mir in die Leichen gefahren und hat ist gekillt worden, der HD-Design. Wie geil ist das denn? Ah, oh, komm, bin ich schon da. Bin ich so gut her drapiert gerade für jemanden anderen. Aber cool ist jetzt an, dass du, dass die Gegner sich richtig schön aufstellen. Ist ja noch gescheit eine Force und da habe ich jetzt nichts gekriegt. Oh, jetzt immer noch nichts. Hinten geht's zu. Das wird der Herr dann. Oh, aber er war schneller. Der krümmelt da schon wieder mit drei Radeln um. Letzte Minute. Prickelnde Endminuten. Meine Nageln, jawohl. Aber wir nichts kriegen. Ah, schade, der hat mir daran gehindert, da jetzt noch weiterzumachen. So, ich muss da raus. Egal wie, ich muss da raus. Und da war der Motor stark genug durchzuziehen. Und das ist ein Takedown. Wir trennen aber einige Punkte vom ersten. ...14 Sekunden. Das ist der dritte Takedown. Den habe ich gar nicht kommen sehen. Der katapultiert mir natürlich wieder auf Platz 1. Das Spiel ruckelt, es ist echt spannend und... ja! Da ist der Wohle-Darm. Ja, super. Das war Wreckfest heute. Und Wreckfest morgen gibt es auch wieder. Für euch an den Abenden so ab 8 Uhr, 7, 8 Uhr bis ungefähr 9 Uhr Server von Master 215 Wohle. Könnt ihr mich auf Steam adden. Wenn ihr mich auf Steam addet und online seid, ihr seht es eh, laut meistens die Leute ein. Die, online sind in meiner Steam-Liste. Und ja, dann sieht sich. Ihr seht's mich. Macht's gut. Tschüss.